Dieses Mal geht es um die Return of the Jedi Raumschiffe der Rebellen von 1983 bis 1984. Als erstes sehen wir hier den Y-Wing Bomber der Rebellen, welcher eigentlich schon in Episode 4 zu sehen war, aber erst zur Rückkehr der Jedi-Ritter als Spielzeug herauskam. Und ich finde, fand ihn heute noch klasse und ich fand ihn damals klasse und gefiel mir sowieso besser wie der X-Wing Fighter. Hier der Y-Wing 83, 84. Detailgetreu. Die Haken habe ich bloß sind dran geblieben, weil ich den wieder an die Decke hänge bei mir daheim. Also nicht irritieren lassen. Auf jeden Fall sprühte er von Detailreichtum. Die Größe war klasse. Das Cockpit bot einer Actionfigur Platz. Und das Besondere war eben hier hinten Platz für eine separate R2 oder R5 Einheit. Hier haben wir einen kleinen R5-D4, der akkurat hier hineinpasst. Und das war meiner Meinung nach schon klasse damals. Des Weiteren hatte er drei Landekufen, die durch einen Hebel eingefahren werden konnten. Man zog den Hebel nach hinten. Das mache ich jetzt nicht, weil der schon ein bisschen abgebrochen ist. Aber man zog den Hebel und es zog sich alle drei ein. Der Hebel nach vorne gezogen und es kamen alle drei Füße wieder heraus. Lassen wir sie mal drin. Des Weiteren war hier hinten oder hier vorne noch ein gelblicher Hebel bzw. Knopf, der hier unten eine Fangschere auslöste. Und somit die mitgelieferte Bombe zum Fall brachte. Es gibt viele Behauptungen, die sagen, dass diese Bombe nur original ist, wenn sie hier hinten auseinandergezogen werden kann. Bei meiner Version, welche wirklich die Originalbombe ist, sieht es so aus, als ob sie zusammengeklebt ist. Ich habe mir diesen Y-Wing in den 80er, 90er Jahren von einem Freund gekauft. Ja, also es war kein Replikat. So, also die Bombe wird hier hineingesteckt und per Knopfdruck wird sie abgebombt. Natürlich verfügte wie sämtliche Raumschiffe der alten Kennerline dieser über elektrischen Sound, über Lasergeräusche. Probieren wir es mal auf, hier hinten der Knopf. Ja. So, nochmal. Das waren die damaligen Lasergeräusche. Normalerweise hatte sich diese Kanone hier oben noch gedreht. Aber irgendwie da ist das Zahnrad nicht mehr ganz, aber ja. Auf jeden Fall. Funktioniert die Elektronik mehr schlecht als recht. Das Batteriefach war hier unten und beherbergte zwei Baby-Batterien. Ja, das war einer der Goldstaffel wegen der gelben Bemalung.
Ja, der Sound der 80er. Und das zweite Schiff, welches ein neues ist, ist der gigantische B-Wing Fighter, welcher in Return of the Jedi das erste Mal auf der Leinwand zu sehen war. Und das ist wirklich ein grandioses Teil. Es ist schwer, es ist groß. Und vielleicht hatte deshalb Hasbro oder Kenner damals wenig Erfolg. Oder es war am Abschwingen mit Star Wars Toys, da die Schiffe einfach zu groß wurden und zu teuer dann. Ja, man sieht, er ist schon älter, ist schon etwas staubig. Na gut, schauen wir uns ihn mal an. Man sieht hier hinten die vier Düsen, wobei eine Schraube aufweist und die ist später wichtig. Nicht die Schraube, sondern diese Düse. An der Unterseite ein Fahrgestell zum Ausfahren, das mit diesem Hebel hier betätigt wird, ähnlich beim Y-Wing Fighter. Zack. Zack. Man sieht auch hier das zweite Landegestell, ein kleiner Batzen, der auch noch gleichzeitig auszufahren ist. Lassen wir es mal drin. Also das Teil ist sehr schwer. Ein weiteres Feature, das Cockpit. Egal wie man das Raumschiff dreht, das Cockpit bleibt immer in derselben Position. Bleiben wir gleich beim Cockpit. Das lässt sich öffnen und mit Stickern versehen bietet es Platz für eine Actionfigur. Wir haben hier einen B-Wing Fighter Piloten, ja. Und drin ist er. Okay. Kommen wir nochmal zu dieser Düse. Und zwar hier, wenn man sie dreht, die kann man drehen. Und dadurch öffnen sich die Flügel. Kommen wir nun zu den Soundeffekten der damaligen Zeit. Hier oben ist das Batteriefach, das man ganz leicht öffnen kann. Man braucht zwei AA-Batterien. Und hier oben ist der Knopf, der den Sound auslöst. Wollen wir uns mal anhören. Ja, genau. The Sound of the Past. Kurz zu den Flügeln noch. Die Kanonen sind hier fest integriert. Bei dieser Version zumindest. Später konnte man sie herausnehmen bei den neueren Fahrzeugen. Das zeige ich euch gleich noch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.